Die Partei. Die Partei, eine Abkürzung für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, wurde 2004 vom damaligen Chefredakteur des Satiremagazins Titanic, Martin Sonneborn, gegründet. Die Partei will die etablierten Parteien in ihren Forderungen und in ihrer Struktur parodieren. Das zeigt sich in ihrem Programm. Eine Bierpreisbremse, Medikamententests an Spitzensportlern, ein Existenzmaximum von 10 Millionen Euro und eine SUV-Abfuckprämie sind nur einige ihrer Forderungen. Vollständig absurd ist sie aber dann doch wieder nicht. Laut ihres Parteiprogramms will sie unter anderem ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, Tierversuche beenden und sich für eine gerechte Verteilung der Güter einsetzen. Mit Sonneborn ab 2014 und dem Comedian Nico Semsrott ab der Europawahl 2019 hatte die Partei 2 Mandate im Europäischen Parlament. Semsrott hat die Partei aber mittlerweile aus Kritik an seinem Kollegen Sonneborn verlassen. Ihre Wählerschaft ist klar. Bei der letzten Europawahl machte die Partei 9% der Erstwählerstimmen aus. Nur CDU und Grüne schafften mehr. Bemerkenswert ist auch ihre Mitgliederzahl. Fast 50.000. Zum Vergleich, in der AfD sind das nur knapp 30.000.